So sieht man sich wieder. Wie ich sehe, hast du dein Ziel, Tariks Platz einzunehmen, erreicht. Du scheinst nicht überrascht darüber zu sein. Nein, deine Pläne sind mir mittlerweile hinreichend bekannt. Doch wird deine Regentschaft nicht von Dauer sein. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Bald schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Du wirst jetzt bezahlen für deinen Verrat. Du bist sehr stark geworden und du hast eine Beharrlichkeit, die seinesgleichen sucht. Doch einen Fehler hat deine Rechnung. Du hast mich von Anfang an unterschätzt. Das wird dir nun zum Verhängnis. Ist es endlich geschehen? Hast du den Hybriden umkehren können? Es gibt keinen Hybriden mehr, den man umkehren könnte. Was denn? Willst du damit sagen, er ist tot? Verdammt. Ich hatte gehofft, dass... Ach, wie auch immer. Die Hauptsache ist, dass sein Einfluss auf die Alps mit ihm gestorben ist. Nun, sie werden so schnell noch nicht akzeptieren, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Viele von ihnen werden weiterhin das Elex in den Norden bringen, in der Hoffnung, damit die nächste Evolutionsstufe zu erlangen. Solange sie das tun, werden sie auch nicht aufhören, uns zu bekämpfen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Allein was zählt ist, dass wir von jetzt an in der Gewissheit leben, dass es sich bessern wird. Ich fürchte, das wird es nicht. Der Hybrid hat das Elex sammeln lassen, um Magallan auf die Ankunft einer höheren Spezies vorzubereiten. Er nennt sie selbst die Wissenden. Und sie werden bald schon hier bei uns sein. Ja. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Doch ich war zu verblendet, um es wahrhaben zu wollen. Töricht von mir zu glauben, dass die Ankunft des Meteors das Einzige sein würde, das uns hier unten erreicht. Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Ich weiß es nicht. Die Rede war von wenigen Jahren. Gut. Dann werden wir uns vorbereiten müssen. Die Zeit wird von heute an unser ärgster Feind. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Du hast Großes vollbracht. Ohne dich wären wir vermutlich schon alle verloren. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die Menschen werden deine Beharrlichkeit und deine Stärke auch in der Zukunft brauchen. Ich hoffe auch weiterhin an deiner Seite stehen zu dürfen, wenn es beginnt. Also, gib auf dich Acht, bis wir uns wiedersehen, mein Freund.
Es heißt, du seist beim Hybriden gewesen. Ist das wahr? Ja. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Nun denn, sag schon, was ist es? Der Hybrid ist erledigt und wird den Menschen nicht mehr gefährlich werden können. Das wird den Alps einen gehörigen Dämpfer verpasst haben. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Besinnung kommen und ihren menschenfeindlichen Weg wieder verlassen. Die Menschheit hat dir viel zu verdanken. Ich gebe zu, ich hatte bei dir so meine Zweifel. Doch am Ende brachte ein Mann, von dem man es am wenigsten erwartete, uns allen wieder Hoffnung. Und das warst du. Ich hoffe, dass auch du deine Erleuchtung nach diesem ganzen Chaos finden wirst. Möge Kalan über dich wachen, mein Sohn. Die Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Der Hybrid ist tot. Was denn? Wirklich? Dann haben die Alps ihren größten geistigen Führer verloren. Und doch, ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magallan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja, und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. Thank you.
Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Mitkommen. Wenn du willst. Den ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist.